Einen wunderschönen guten Tag an euch alle da draußen und willkommen zu einer neuen Folge vom Bussimulator 21. Ja, wir stehen hier wieder an unserem Anfangsdepot, denn ich bin wieder neu ins Spiel gestartet und wir haben heute wieder einiges vor. Und zwar müssen wir Arnold Park verbinden. Und haben wir jetzt schon letztes Mal einmal die Aufgabe bekommen, eine Route zwischen Highlander Park, Gold Island und Arnold Park zu erstellen. Und die werden wir jetzt heute einmal fahren. Die haben wir nämlich auch schon einmal hier erstellt in der letzten Folge. Wir haben uns auch ein neues Fahrzeug gekauft. Das müssen wir natürlich auch nochmal austesten. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was wir uns da gekauft haben. Ich muss nochmal eben ganz kurz schauen. Das ist wahrscheinlich hier relativ weit hinten. Oder haben wir uns hier so ein Bluebird gekauft? Ja, stimmt hier. Wir haben uns den kleinen Bus hier gekauft. Vielleicht ist nicht die beste Wahl für diese Linie, aber komm, das machen wir mal. Wir starten hier im Highlander Park und fahren dann halt in Richtung Arnold Park und müssen dann halt auch noch später die Haltestelle dort auf Level 3 bringen. Das heißt, dann erstelle ich am besten mal so eine kurze ja, Ringroute, die dann halt das immer wieder verbindet. Und jo, wir kriegen ja ordentlich Erfahrung, interessant. So, ja, stimmt, das ist jetzt hier unser kleines Gefährt. Sehr interessant. Kann man nicht anders sagen. Hat halt ein bisschen was von diesen amerikanischen Bussen auch. Weil wir haben jetzt wieder diese Quersitze, wie in so einer U-Bahn teilweise. Also auch in den USA ist das relativ häufig. Oh, zwei Fahrgäste ohne Fahrkarte nebeneinander. Das ist ja auch mal spannend. So, dann schildern wir jetzt nochmal eben richtig. Und dann würde ich mal sagen, ich glaube, der Gang dürfte eingelegt sein. Nee, war es noch nicht. Aber dann dürfen wir jetzt, glaube ich, losfahren. Genau, ich bin mal gespannt, wie das denn jetzt hier mit der Route wird. Wir kommen ja an einigen Stellen vorbei. Ah, wir kommen auch am Transit Terminal vorbei. Das ist ja schön. Stimmt, das habe ich ja, glaube ich, so geplant extra. Oh, bin ich clever. Da wollte ich ja schon mal ewig wieder langfahren. So, natürlich wird die Ampel hier jetzt rot. Ja, die bleibt ja ziemlich lange auf Gelb. Hätte ich ja noch rüberfahren können. Aber na gut, ich habe mich ja schon des Öfteren gewundert, warum man bei roten Ampeln keine Strafen bekommt, wenn man darüber fährt. Man bekommt doch welche. Ich bin wahrscheinlich dann immer nur, wenn ich mich gewundert habe, rechts abgebogen, weil man darf bei roten Ampeln in Amerika tatsächlich rechts abbiegen. Das wusste ich auch. Aber ich verdränge das immer wieder, weil das klingt immer so komisch. Rote Ampel heißt doch stehen bleiben einfach. Wir haben, glaube ich, hier den... Ja, wir haben den äußersten Steig. Haben wir überhaupt hier mal irgendwie andere Bussteige auch? Oder muss ich das dann auch noch extra auswählen? Wahrscheinlich schon. So, hereinspaziert. Ich hoffe, wir kriegen jetzt hier auch eine Zufriedenheit von mindestens 4 Sternen, weil das wäre eigentlich auch ganz schön. Das heißt, wir dürfen jetzt hier keine großen Unfälle bauen. Bloß nicht. Oh, ich finde das gut, dass ich jetzt hier wieder den Rückgeldrechner habe. Wenn ich manchmal so ein bisschen neben der Spur war, dann habe ich auch mal schnell mich verdrückt. Ich kann natürlich rechnen, auf jeden Fall. Aber manchmal ist man dann doch ein bisschen AFK im Gehirn und dann drückt man doch nochmal irgendwie das Falsche. Ach, da halten wir auch. Okay. Aber ich glaube, den Bus haben wir hier schon richtig ausgesucht, weil Arnold Park soll relativ eng sein dort. Also das werden wir auch gleich sehen. Aber ich bin eh manchmal so ein bisschen erstaunt, wo dann halt in Realität zum Beispiel auch Busfahrer manchmal durchkommen. Also in was für engen Straßen. Das ist dann schon manchmal ziemlich beeindruckend. Also ich hatte das jetzt hier in Wiesbaden einmal, da mussten die für einen Tag oder so eine Umleitung fahren. Und dann war das halt so, dass dort an einer Kreuzung ein Auto geparkt hat, was halt die normale Strecke so ein bisschen zugeparkt hat, wo dann halt der Bus eigentlich noch ein bisschen ausscheren musste. Es waren halt relativ enge Straßen in so einem Wohnviertel, glaube ich sogar. Ein bisschen Geschäfte waren da auch noch. Und dann musste der halt rückwärts fahren, weil der sonst nicht da rumgekommen wäre. Weil am Rand war noch so Poller an... ja, was ist denn mit dir los? Ich stehe doch hier... Okay, der ist aber dreist. Der ist sehr dreist. Genau, also auf jeden Fall am Rand, ja, super, dankeschön. Zufriedenheit, 4 Sterne, bitte, ich will es abschließen. Naja, egal, was ich jetzt eigentlich erzählen wollte, auf jeden Fall, hier standen halt an
am Bordstein standen halt noch so Pfeiler, so Poller. Das heißt, da wäre der halt gegengefahren und dann musste er halt zurücksetzen. Der hatte zum Glück, also da war zum Glück auch noch irgendwie jemand, der da darauf aufgepasst hat, noch mit dabei. Sonst mit so einem riesen Gelenkbus darf man ja nicht einfach zurücksetzen, wenn man im Linienbetrieb ist. Es hat schon anscheinend so ein bisschen seine Gründe, weil man es halt echt schlecht einsehen kann. Ich glaube, dann hatten wir irgendwie 5 bis 6 Minuten Verspätung danach. Aber ich war echt erstaunt, wie das dann alles geklappt hat. Und dann ist auch der Autofahrer da weggefahren, der hat dann sein Fahrzeug dort wegbewegt. Ist auch besser so für den. Am Ende spielen die Busse Autokegeln. Weil die sind ja immer noch ein bisschen größer. Und wer blöd parkt? Nein, sowas wird natürlich nicht gemacht. Ah, es wird grün. Ich sehe das manchmal nicht. Ist auch so interessant, dass wir jetzt hier, also dass die halt hier so gelbe Umrandungen haben. Und klar, also wenn das jetzt irgendwie so, das habe ich jetzt letztens auch mal in einer Vorlesung mitbekommen. Und es ging da, es ist halt Verkehrswesen, theoretisch. Oder Planung von, was war das denn? Irgendwas mit Individualverkehr. Genau. So in der Richtung. Und dann ging es halt darum, dass Ampeln manchmal halt nicht so gut zu sehen sind bei der Unfallanalyse. Dann war da halt so eine Ampel ohne irgendwie so einen Rand herum. Ist halt vor so einem Baum eigentlich fast kaum aufgefallen. Dann musste man einfach nur so einen weißen Rand herum machen, dann sah man das schon eher. Aber es ist schon, also auf dem Foto sah es sehr wild aus. Ah, okay, ja, stimmt, wir fahren hier auf Goat Island ab. Na, wir kriegen gleich erstmal Geld. Genau, aber dass hier alles dann so gelb ist, das ist auch interessant. Ob das so einen hohen Kontrast dann hat. Oh, die Linie 1. Die haben wir auch lange nicht mehr gesehen. Der hört sich aber auch nicht gerade gesund an. Ah, danke für die Möglichkeit, hier nochmal ein bisschen Zeit zu verplempern. So. Du läufst hier nicht rüber. Oh, wenn ich jetzt hier einen Mensch anfahren würde, ich würde sowas von ausrasten. Hä, was haben wir denn? Ach so, einen Zahltag haben wir erreicht. Perfekt. Ja, wollen wir mal eben gucken, wie viel? Kann ich mal eben einen Schluck Wasser trinken? Wahrscheinlich. Fast 200.000. Das ist ja super. Oh, Pier. Da fahren wir hin. An den Pier. Seniorentageskarte. Eine natürlich. Ja, irgendwie so ein bisschen, mein Hals ist noch nicht so ganz wach. Ist auch noch früher Morgen, muss man dazu sagen. Oh, hier haben wir aber echt ein Treffen. Da ist ja noch einer. Also hier auf Goat Island ist ordentlich was los, dafür, dass das hier eigentlich so ein Wandergebiet ist. Aber wir setzen hier auch schon einiges an Fahrzeugen in den Umlauf. Und was ich hier auch immer noch interessant finde, warum liegen hier eigentlich so Kegel random herum? Das habe ich schon vorher einmal gesehen. Ich habe die hier nicht umgefahren und auch nicht platziert. Also von daher. So. Da oben steht es jetzt auch. Also wir haben den Zahltag auf jeden Fall schon mal erreicht. Jetzt müssen wir halt nur noch eine Zufriedenheit von 4 Sternen mindestens erreichen. Ich hoffe, dass der bremst zum Glück relativ gut. Oh Gott. Also dieses Spiel macht mich manchmal echt fertig. So, bitte. Aha, ihr wollt doch jetzt nicht alle hier noch rüber. Jetzt muss ich da euch auch noch rüberlassen. Oh, das sind Zwillinge. Entweder färbt die eine nach oder die eine ist ein bisschen früh grau geworden. So. Hereinspaziert. Haben wir überhaupt eigentlich hier einen Rollstuhlplatz oder eine Rampe? Sieht nicht so aus. Da sparen wir Zeit. Ist ja schön, dass das Spiel das auch immer mit betrachtet. Dass sie uns jetzt hier nicht irgendwie einen Rollstuhlfahrer hinstellen, obwohl wir gar keinen hier mitnehmen können.
Innisfree. Oh, wo kommen wir denn jetzt raus? Ah, ich glaube, wir fahren durch. Ja, stimmt, wo kommen wir jetzt überhaupt raus? Ich habe gar keine Ahnung mehr, wie ich die hier geplant habe. Werden wir gleich sehen. Ich vergesse das manchmal. Es ist eigentlich gar nicht mal so lange her, dass ich aufgenommen habe, aber irgendwie. Oh, das ist aber auch eine fiese Stelle hier. Fahrt, bitte. Ah, ich sehe da hinten. Ah ja, doch, wir kommen am Silver Park heraus. Ich sehe da hinten. Erstmal sehe ich da halt diese Kuppel dort und dann sehe ich jetzt hier das auch, dass es da so steht. Ja, Orientierung ist auf dieser Karte noch nicht vorhanden. Sieht auch immer so lustig aus, wenn die Fahrzeuge hier platziert werden. Oh, da wächst Gras auf der Straße. Da sollte man vielleicht mal irgendwie was gegen unternehmen. Das ist, glaube ich, nicht so gut. Sind wir hier überhaupt schon mal in die Richtung lang gefahren? Ich meine mich nicht dran erinnern zu können. Aber na gut, ich erinnere mich an so einiges nicht. The Triple Decker. Oh, mit 3 P's sogar. Ah, Oris Harbor. Da fahren wir ab. Wir könnten hier theoretisch sogar noch weiterfahren, aber müssen wir ja gar nicht. Ah, diese Fußgängerüberwege. Die sind auch hier in jeder Ecke platziert. So, fährst du bitte? Ich meine, gehst du bitte? Oh, jetzt kommen da immer noch mehr. Ah, hat er einen grünen Schnurrbart? Einen türkisen. Ah, Cyan, wahrscheinlich. So, du gehst da jetzt nicht nochmal rüber. Ich möchte jetzt hier gerne... Wir sind sogar relativ... Ja, dann fahr doch. Meine Güte, das ist ja echt schlimm wieder. So, jetzt aber. Oh, kriegen wir noch einen Zahltag? Ah, das sieht gar nicht mal so schlecht aus, glaube ich. Ja, diese ganzen weiten Strecken, die bringen es halt auch. Ja, fahr bitte. Oh, ein Fahrgast muss aussteigen. Dann lassen wir den nochmal eben raus, aber erst hinter der Ampel. Wollen wir nochmal eben... Ach, wir haben hier nur noch einen Fahrgast. Ah, der hat natürlich einen Fahrschein. So, der Fahrgast ist aber eigentlich raus. Ah, jetzt ist das schon wieder verbuggt. Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Toll. Das kriegen wir gleich wahrscheinlich angerechnet dann, weil das Spiel das nicht registriert hat, dass wir den rausgelassen haben. Ja. Ich hab's gesagt. Ah, die Kreuzung ist auch mies. Nee, da muss ich mal eben zurückfahren. Mit dem kann ich das ja hier einigermaßen gut. Der ist ja nicht groß. Ist ja ein kurzer Bus. Naja, hier ist wieder diese Stelle, wo es ein bisschen ruckelt. Es läuft heute auch wieder nicht so flüssig. Es ist wahrscheinlich auch ein bisschen, hängt auch ein bisschen mit der Aufnahme zusammen. So, aber da sind wir gleich aus dem Bereich auch raus. Also das sollte dann nicht mehr allzu schlimm werden. Yes, noch ein Zahltag. So, den Bonus fürs Blinken beim Abfahren von der Haltestelle kriegen wir auch nicht mehr. Das ist natürlich auch schade. Ah, jetzt geht's in Richtung Pier, okay. Ich hätte mir noch vorgestellt, dass ich hier noch irgendwie eine Haltestelle mitgenommen habe.
Haha. Ja, das ist immer wieder erstaunlich mit der KI hier. Stimmt, hier waren ja diese ganzen steilen Straßen, wo man sich manchmal festfährt. Ah ja, dieses Spiel ist so gut geplant. Das macht so viel Spaß. Nein. So. Nee, da fahre ich jetzt noch rüber. Ah, jetzt haben wir hier. Oh, da ist auch schon mal schöne Bodenschwelle. Aber wir fahren hier über so eine Holzbrücke. Also hier kannst du auch nichts Schweres rüberfahren lassen, glaube ich. Ich glaube, wir haben uns schon das richtige Fahrzeug ausgesucht. Also so einen Doppeldecker hier rüberfahren zu lassen. Die kamen gerade von dem Pfeiler runter, okay. Einen Doppeldecker hier rüberfahren zu lassen ist, glaube ich, auch ein bisschen wild. Der ist auch ein bisschen wild. Uff, ja. Okay, ist schon eng hier. So, wer ist jetzt hier eingeschlafen? Der ist hier eingeschlafen. Ah, wir haben eine Zufriedenheit von 4 Sternen. Perfekt. So, du gehst jetzt auch bitte noch raus. Dann haben wir das jetzt eigentlich geschafft. Schön. Ich find's schön hier. So, ich hätte nichts dagegen, wenn jetzt dieser Text da unten verschwindet. Kann ich hier nämlich mal einen schönen Screenshot machen. Aber ich muss hier wieder weiter rausgehen. Weil ich finde, diesen Bereich hier, der ist gar nicht so schlecht. So. Das haben wir erledigt. Ach so, ich sollte jetzt vielleicht. Ja, ist okay. Ich sollte vielleicht mal eben hier den geben wir mal ab. Und was haben wir denn da? Ah, wir kriegen. Oh, das müssen wir annehmen. Mission annehmen. Dann kriegen wir eine neue Farbe hier. Dann kriegen wir rot. Wir müssen 30 Fahrgäste hier mitnehmen. Das machen wir mal. Und wir müssen jetzt hier mal eben so eine kurze, ja, Looproute erstellen. Ich würde mal sagen, wir starten. Wo starten wir denn? Wir starten mal da. Nehmen dann die hier mit. Die hier. Ich weiß nicht, ob man da unbedingt hochfahren sollte. Nehmen die hier noch mit und enden. Nee. Nehmen hier noch eine blaue mit. Fahren dann da wieder runter und enden hier. Okay, kurz ist natürlich jetzt auch wieder, ja, eine Sache der Auslegung. Aber das ist jetzt mal hier eben unsere kurze Route. Ja, ich weise da mal automatisch einen Bus schon zu. Und mit der werden wir jetzt gleich mal. Oh, was macht denn der da? Oh, der Fahrer scheint nicht so begabt zu sein. Die werden wir jetzt mal eben fahren mit. Was nehmen wir denn da? Eigentlich. Nichts Langes, um ehrlich zu sein. Haben wir hier noch einen Citaro K? Ich dachte, ich hätte einen Citaro K. Ne, dann nehmen wir hier einen normalen Citaro. Nehmen wir den von der 19 runter. Dann können wir da vielleicht halt eben mal schnell die Haltestelle hochleveln. Wir müssen die ja immer nur einmal anfahren. Das geht, glaube ich, relativ schnell. So. Dann kommt mal rein. Ah, jetzt sind wir hier. Super. Ja, das ist natürlich hier wieder die Stelle. Ah ne, wir müssen hier abbiegen. Oh, da ist der Bus von eben wieder. Der fährt jetzt da auf der Route. So, wir sind jetzt hier nicht mehr in dem Bereich. Du darfst gerne besser laufen, Spiel. Ich muss mal eben ganz kurz was testen. Wir gehen mal hier in die Einstellungen.
Die Grafikeinstellungen. Motion Blur Qualität, warum sollen die so... Wie sieht das denn mit Sichtweite Mittel aus? Ja, es wird ein bisschen besser, glaube ich. Ich möchte mehrere Fahrkarten kaufen. Oh, hier ist aber echt einiges los, glaube ich. Ich muss immer noch für meine große Prüfung morgen lernen. So, und dann schauen wir mal, ob wir das denn jetzt hinbekommen, das hier schon gleich hoch zu leveln. Das wäre natürlich schön. Ich hätte die natürlich noch kürzer machen können. Auch schon nur so 3 Haltestellen reichen. Aber wir müssen ja auch noch ein bisschen Fahrgäste dann immer dort mitnehmen. Super in die Knie gegangen. Hey! Nur hin, bitte. Aber dieses Hochleveln, das sind, finde ich, immer die schlimmsten Aufgaben, weil es ist halt echt so... Steht da jemand in der Tür? Der will noch raus, oder? Nee, der steht da tatsächlich irgendwie in der Tür. Hallo? Hm, okay. Ah, das geht ja auch wieder gut los. Nee, aber dieses Hochleveln, das sind, finde ich, die schlimmsten Aufgaben. Das Gute ist jetzt ja, das ist ja hier nur eine Haltestelle, die man hier anfahren muss. Aber trotzdem, wenn das so ganz große Stadtteile sind, das ist extrem aufwendig teilweise. Also da verbraucht man sehr viel Zeit. So, da sollten wir noch hochkommen. Da ist die Steigung, glaube ich, noch nicht so schlimm. Das ist erst die Straße danach. Ja, doch, das kriegen wir hin. Ich hab's gut geplant. Und wir kriegen vielleicht sogar noch einen Zahltag. Aber wer weiß, wer weiß. Ah, jetzt sind wir am Pier. Gleich. Wir schlängeln uns hier so ein bisschen entlang. Und da ist schon wieder der Kollege. Der fährt ja auch interessante Routen. Ich glaube auch nicht so ganz richtig, wie er eigentlich fahren sollte. Aber na gut. Ach so, das ist ja... Ah, stimmt, doch. Der ist ja hier auch auf der Linie unterwegs. Stimmt, ich habe den ja nicht auf die andere gesetzt. Ich glaube, die andere wäre ertragreicher gewesen. Müssen wir uns deiner mal einen... Ach, vielleicht einen Gelenkbus nochmal kaufen. So, jetzt wird's spannend. Wir haben hier auf jeden Fall einen deutlich schlimmeren Wendekreis. Und es ist nicht gerade viel Platz hier. Ah, nicht jetzt. Und natürlich ganz hinten. Ah, das ist aber immer so. Ich wollte mich da nicht hinsetzen. Blödes Spiel. Ah, jetzt halten wir sogar an der anderen Haltestelle. So, hereinspaziert. Ich klemm in der Tür fest. Okay. Naja, also ich finde, den Bereich hier, den finde ich tatsächlich echt schön gemacht. Also... Ich vor allem halt wirklich so dieser Pier, das hat schon irgendwie was. Das ist einer der Bereiche, der mir ein bisschen mehr gefällt, weil der halt auch mal so sich komplett anders irgendwie... Also so komplett abhebt von den anderen Bereichen. Der ist dann natürlich extrem abgehoben hier, also... Die anderen Stadtteile mögen den dann nicht, aber... Das soll es mir wert sein. Ich finde den Stadtteil nicht schlecht. Ja, lol! Am Arsch, fahr doch! Ja, die Vorfahrtsregeln hier verstehe ich tatsächlich echt nicht.
Einfach drängeln, einfach drängeln. Ist eng, ist eng, ist eng. Ja, nee, hier würde ich tatsächlich eher mit so einem Midi-Bus herumfahren wollen, wie eben. Das ist dann doch ein bisschen besser. So, dann haben wir jetzt auch hier nicht die ganz heftige Steigung. Das ist auch schon mal nicht schlecht. Was? Nee. Den habe ich nicht mitgenommen. Ey, das ist doch nicht wahr. Ich verstehe dieses Spiel manchmal nicht. Ja, toll. Super. Ich würde meinen. Achso, da muss der noch raus. Jetzt wird die blockiert. So, jetzt aber. Raus. Aber ganz schnell. So. Hätten wir das auch schon mal erreicht. Ja, die Haltestelle ist noch nicht. Ach doch, die haben wir schon gleich. Ja, einmal müssen wir da auch eben langfahren. Dann mache ich mir das ein bisschen einfacher. Warte, was soll ich jetzt mal eben nachgucken? Genau, wie viel müssen wir jetzt hier noch? Ja, wir haben da nur zwei Fahrgäste aufgenommen. Dann mache ich mir das ein bisschen einfacher. Ich glaube, auf der Route. Genau, wir stellen uns dahin. Reisen da eben einmal schnell hin. Ich glaube, das ist auch die richtige Richtung. Genau. Dann übernehmen wir den jetzt hier nämlich eben und fahren dann einmal eben nur zu der Haltestelle. So. Oh, willst du die Fahrkarten kontrollieren? Wir kriegen natürlich nochmal eben ganz kurz hier den Bonus. Genau, so kriegt man nämlich auch nochmal eben irgendwie schnell die Möglichkeit, hier die Erfahrung für die nächsten Haltestellen aufzuleveln. Da muss man nicht immer so eine komplette Route fahren. Aber ich habe es jetzt trotzdem mal eben gemacht, weil, also eben zumindest, weil, ja, komm, kann man sich ja mal anschauen. Irgendwie müssen ja die Folgen auch gefüllt werden. Das mit dem Fußgänger, also Ich muss mir das im Video anschauen, ob man da irgendwas sehen kann, ob ich den wirklich mitgenommen habe. Ich bin mir zu 90% sicher, dass er mir entweder da reingelaufen ist mit Absicht oder dass ich ihn nicht mitgenommen habe, dass das Spiel irgendwie wieder Probleme macht. Upsi. Ja, ich wollte den einfach nur überholen, weil er wieder, ich glaube, unnötig jemanden vorgelassen hat und dann wahrscheinlich Ewigkeiten braucht, um loszufahren. Naja. Aber das Problem jetzt hier an der Haltestelle ist auch, wir müssen hier, also für die Mission, wir müssen hier die Fahrgäste aufnehmen. Das heißt, das wird ewig dauern. Ich hab vergessen, die Blumen zu gießen. So, Bushaltestelle kann ausgebaut werden. Das heißt nichts Schlechtes. Denn jetzt sind wir auf Level 3. Wow. Du bist mit diesen engen Kurven wirklich gut zurechtgekommen. Ich bin beeindruckt. Du warst großartig. Die Touristen lieben Arnold Park. Weißt du, wer auch gerne mit dem Bus dorthin fahren würde? Einheimische. Tourismus ist eine Sache, aber die Einheimischen wollen auch die Angebote der Stadt wahrnehmen. Und dafür wäre eine Route, die die Wohnviertel mit Arnold Park verbindet, geradezu perfekt. Okay. Das wird unsere nächste Aufgabe sein. Verbinde Arnold Park, Highlander Park, St. Anthony und Lakeside View mit mindestens einer ausgeglichenen Route. Verbinde Arnold Park, Eclipse, Bay, Baytree und Greenwood mit mindestens einer ausgeglichenen Route. Befördere 12 Fahrgäste von und nach Pier. Und verbessere die Stufe auf 4. Okay, wir können ja mal eben die Routen planen, denke ich mal. Arnold Park, Highlander Park. Highlander Park ist ja hier hinten. Oh, dann dürfen wir hier wieder starten. Ich muss mal eben was austesten. Nee, wir können hier nicht auf diese mittlere Plattform kommen. Okay.
Ja, wo starten wir denn mal? Starten wir mal hier. Arnold Park, wo ist denn Arnold Park? Arnold Park war hier irgendwo? Nee, Arnold Park, Highlander Park, St. Anthony und Lakeside View. Ach, hier! Ach, perfekt. Das geht ja. Dann nehmen wir die hier noch mit. Ah, wobei. Hier, hier. St. Anthony müssen wir auch noch mitnehmen. Das ist dann nicht hier. Was nehmen wir denn da mal? Hier brauchen wir eine von denen eigentlich. Aber die geht nur in die Richtung, genau. Und dann nehmen wir hier die, dann ist die auch noch ausgeglichen. Da hält schon so viel. Da hält genauso viel und da haben wir auch schon alles. Ah ne, da können wir die Stufe auch erhöhen. Und dann fahren wir hier einfach rüber. Bis zum Arnold Park. Das sollte gehen. Genau. Das sollte gehen, das ist ausgeglichen. Perfekt, das haben wir schon mal erreicht. Und jetzt müssen wir Eclipse Bay, Greenwood und Bay Tree. Greenwood, dann würde ich hier auch mal starten. Nehmen wir hier mal die mit. Dann hier. Die nehmen wir dann noch mal eben mit. Ah, hier können wir, glaube ich, nicht mehr so viel anbinden, sehe ich gerade. Ja, die ist schon. Ah, nee, die können wir hier erhöhen. Okay, das ist gut. Dann müssen wir Eclipse Bay noch mitnehmen. Dann können wir hier einmal am Millbrook Square halten. Nehmen wir hier noch die hier mit. Halten dann am. Wo halten wir? Hier. Und fahren dann. Ah ne, jetzt brauchen wir noch eine. So, jetzt ist die ausgeglichen. Änderung übernehmen. Genau, das haben wir jetzt auch schon mal geschafft. Und dann würde ich jetzt nochmal eben zum Schluss wieder ein bisschen einkaufen gehen. Oh, hier müssen wir auch noch eigentlich eine Farbe hier uns freischalten. Aber egal. Dann würde ich nochmal eben einkaufen gehen. Denn wir haben ja wieder ordentlich Geld angesammelt, auch wenn wir eben gerade 20.000 verloren haben. Aber das wäre dann halt auch mal zumindest die eine Linie, die etwas längere hier noch irgendwie mit dem Fahrzeug versorgen können. So. Was können wir uns denn leisten? Beziehungsweise was wollen wir uns denn mal leisten? Hier den Citywide, den hätte ich gerne. Den haben wir nämlich noch nicht. Den werden wir uns jetzt hier auch einmal anschauen. Das ist der erste Scania, den wir haben. Sieht Line City ähnlich aus. Hat was. Doch, hat was. Sieht nicht schlecht aus. So, das Dashboard, das sieht auch ähnlich aus. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist. Aber ich glaube schon. Es hat tatsächlich echt Ähnlichkeiten damit, aber ja. Ah, das ist auch ein. Ah ja, stimmt, ist auch ein Elektro. Der ist so leise. So, den haben wir. Haben wir hier hinten auch. Ah, wir haben da hinten übrigens anscheinend eine. Außenschiebetür. Ja, doch, Außenschiebetür. Ah, hübsch. Genau. Gut, ein Fahrzeug können wir uns sicherlich noch kaufen. Würde ich jetzt mal tippen. Wie viel Geld haben wir denn noch? 400.000. Den haben wir ja eigentlich schon. Ja, hier unten können wir uns das jetzt alles erstmal nicht leisten. Dann würde ich hier nochmal eben irgendwie so einen günstigen Gelenkbus einfach kaufen. Das ist denn das Günstigste? Das ist in der Tat der New Line City. Dann nehmen wir den auch. Uiuiui, was ist denn jetzt los? Oh, das ruckelt.
Uiuiui, das mag das Spiel gerade gar nicht irgendwie. Also irgendwas läuft hier gerade gar nicht. Okay. Bleib doch stehen. Oh, perfekt. So, dann haben wir den jetzt auch. Ich würde mal sagen, auf der, war das die 33? Ne, die 32 war das. Da setzen wir mal den eben hin. Wir haben jetzt auch schon 4 Stück von denen. Das passt. Und haben wir hier noch irgendwo was, wo wir was hinsetzen können? Die 29, ach, das ist die. Irgendwie noch eine Route. Ach, versuchen wir mal die. Da hatten wir uns jetzt ja den... Ah, nee, den setzen wir nochmal nirgendwo hin. Okay, aber ich würde mal sagen, das war's jetzt hier von dieser Folge. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Macht's gut bis dahin, habt noch einen schönen Tag und tschüss!